Wir sind jetzt am Ende meiner Meisterklasse angelangt. Wir haben wirklich viel gemacht. Wir haben vorwärts gegart, wir haben rückwärts gegart, wir haben von oben gegart, von unten gegart, direkt gegart, indirekt gegart, gegrillt, gebieft, gebarbecued. Mit brutaler Hitze, mit niedriger Temperatur. Also wir haben wirklich das komplette Spektrum. Wir haben wirklich Fisch, wir haben Austern, Lobster, Schwein, wir haben Rind, Longchops, Shortchops. Wir haben alles gemacht, was Barbecue angeht. Wir haben schöne Beilagen dazu gemacht. Nur eins haben wir nicht gemacht. Wir haben nicht vegetarisch gegrillt. Und ich bin ein sensationell guter vegetarischer Griller, das kann ich euch sagen. Denn es gibt ein Rezept, das sogar ich richtig beherrsche, das nichts mit Fleisch zu tun hat. Und das ist genau das hier. Mein vegetarischer Grillklassiker. Mein 3 Stunden Grillsellerie. Und wie das funktioniert, ist ganz einfach. Ihr nehmt einen Sellerie, schneidet ein bisschen das Grüne weg, macht ein bisschen die Erde weg und dann geht er her, legt in den Grill, heizt den Grill auf, macht alle Löcher auf, 190 Grad, 3 Stunden und fertig ist der Sellerie. Mehr braucht es nicht. Das ist das schönste vegetarische Grillgericht, das es gibt.